Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Guck mal, ich habe jetzt hier Hersteller, ist uninteressant, interessiert mich gar nicht. Aber schaut euch das mal an. Das ist doch einfach da reingeschissen, ne? Ja. Das ist doch einfach da reingeschissen. Das ist doch nie normal. Das hat doch mit Wohnmobilelektrik nichts zu tun. Pass auf. Hier haben wir einen Victron, ne? Der ist heftig laut vom Lüfter. Aber, stopp. Das ist richtig so. Das ist einfach richtig so. Mastervolt, Büttner, WCS. Die Leute verstehen das einfach nicht, wenn so ein Gerät ackern muss. Muss die Elektronik gekühlt werden. Ja, da kann ich nicht schlafen, dann tust du morgens laden. Ich verstehe die Leute nicht. Die Tage sagt ein Kunde zu mir, er liegt im Bett und dann hört er, wuh, wenn der Brenner von der Alde anspringt. Ja, der Nächste sagt mir irgendwann letzte Woche, wenn er Kaffeewasser und einen Liter Wasser oder im Kochtopf, brrr, die Pumpe ist so laut. Das ist doch eine Momentaufnahme. Kinder, wen interessiert das eigentlich? Ich fahre Wohnmobil 30 Jahre. Da hat noch nie meine Frau da irgendeiner war, Pott runter, brrr, pop, Kran zu, dann ist Ruhe. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, da liege ich im Bett, dann höre ich, wie die Alde anspringt. Ja, und der Dometi-Kühlschrank, dann hören wir zwischendurch auch. Ja, dann kauf dir doch kein Wohnmobil. Und kauf dir kein Dometic und kauf dir kein Victron, kauf dir kein WCS. Also, der muss kühlen, kühlen, kühlen. Und wenn er das nicht tut, geht diese Elektronik kaputt. Ja, jetzt warte ich auf den Patrick, weil der Kunde, ich muss das Gerät umprogrammieren, weil das steht total falsch. Und nein, aber weil ich so sagen will, ne, ich weiß nicht, weißt du, da können die Hersteller von uns aber richtig lernen. Aber richtig. Ich muss mir doch ein Konzept machen. Ich muss, Patrick, guck mal, ich habe die Batterie nicht mehr gefunden. Jetzt konnte ich das nicht sehen, ob das passiert. Dann mache ich das mal eben schnell. Mach das mal eben schnell. Aber ich sag gerade, Patrick, am Wochenende sehen die mal ein Auto von uns. Ich muss mir doch hier ein Konzept erarbeiten. Verstehst du? Guck mal, wir haben, möchte ich sagen, an meinem Auto doch bestimmt anderthalb Tag nur verloren, messen rein. Der Smart war viermal drin, ja. Und zum Schluss passte trotzdem nicht. Richtig. Das Holzbrett müssen wir ändern. Ja, da wäre fast in eine Scheibe gegangen. Ja, aber das ist doch kein Konzept hier. Vor allen Dingen, du weißt gar nicht, was ist. Hier keine Aufkleber drauf. Guck mal, die Sicherung, ne? Nehmen wir jetzt mal, wenn diese Sicherung, nehmen wir mal, die ist kaputt. Aber wofür ist die? Ja, was für eine Stärke muss hier rein, ne? Also ich finde, wie die das da rein... Nur reingepfeffert, ja. Ja, das ist... Ja, aber Patrick, das hat aber auch Vorteile. Das hat auch Vorteile. Ist schnell fertig. Ich erwarte von dir, dass du das in 5 Stunden fertig hast. Ja, das schaffe ich. So reinzuschmeißen schaffst du das auch, ja. Bist in 5 Stunden fertig. Mhm. Darfst du nicht länger brauchen. Ja, das ist doch... hat jetzt einer geschrieben, warum macht ihr... warum macht ihr die Glasplatten davor? Hat der Flo auf den Kommentar geachtet? Okay, hast du ja recht, wir machen nächstes Mal Holzbretter vor. Ja. Verstehst du, wir machen da Holzbretter vor. Also die haben alle einen Schaden, echt. Und nach Corona sind die alle irgendwie von der Rolle. Ja gut, aber mich interessiert auch der Hersteller nicht. Da will ich auch gar nicht groß drauf eingehen. Ja, ich kann nur sagen, da ist kein Konzept. Hier ist kein Konzept. Wenn ich das Auto baue in der Produktion, dann sage ich mir das und das kommt dahin. Dann kann ich das steuern, dass ich hier ein Fach mache, wo ich dann die 230 von der 12 Volt teile. Das ist, du weißt gar nicht, was ist hier. Ja, aber genau deswegen wird das ja versteckt. Bei uns wird es gezeigt, weil saubere Arbeit abgeliefert wird. Ja, aber alles hier zusammen. Dann können wir auch eine Plexischeibe davor machen. Hier sehe ich zum Beispiel, ich sehe hier schon was Schlimmes. Ich sehe nämlich hier, das ist normal der Solarstecker. Richtig. Der geht hier voll mit Suppe auf das Dingen. Und da oben geht er rein. Das heißt, Kinders, der Solarregler ist gar nicht abgesichert. Schaut mal selbst. Dass ich hier, guck mal, hier geht er hoch. Lalalalalalala, da sitzt er. Da sitzt er. Seht ihr das? So. Und hier drauf,
Auf dieses Kabel ist richtig Schmackes. Auf das 95 Watt. Hier ist gar keine Sicherung drin. Wenn ich dieses Kabel, sage ich jetzt mal, gegen Masse, dann brennt das hier. Ja, und darum ist mir das auch egal. Ich will auch nichts von außen, wer das gebaut hat, von wem das ist mir alles scheißegal. Bei mir niemals so. Und dann kommt das Nächste, die Kunden müssen ja viel mehr Geld hier bezahlen. Weil ich es doch in der Zeit nicht schaffe. Oh, sorry. Weil ich es doch in der Zeit gar nicht schaffe. Ja, dann, wer das nicht will, kann wieder fahren. Wir sind voll, uns reicht das. Ja, Flo war mal dran mit neuer Halle. Nein, gibt das alle nicht. Solange ich das hier mache, gut, hier gibt es keine Halle. Das, was wir haben, pflegen wir. Ich habe sehr gute Monteure, da muss ich mir Leute einstellen, kannst alles vergessen. Aber was ich damit nur sagen möchte, selbst wenn die Sicherung hier hängt und vernünftig gekrimmt ist, lassen wir die Sicherung mal hier hängen, gibt ja Schlimmeres, aber da muss ein Bändchen dran, das ist die Sicherung für den Router als Beispiel, ja, und das ist die Sicherung für die Standheizung, aber das ist doch einfach nur Patsch. Hauptsache, das Ding kostet 180.000 Euro. Brett davor, man sieht nichts. Hauptsache, Brett davor, da kannst du ja nicht zeigen. Ja. Da hat der eine Kunde ja recht, warum macht ihr den Glasplatten davor? Weil wir saubere Arbeit. Nein, wir machen nicht, wir arbeiten nicht, wir arbeiten in Zukunft nicht mehr so sauber. Ich möchte, dass das auch reingefeuert wird. Ja, aber ich kriege doch mehr Autos. Ja. Aber der Kunde wird es nicht bezahlen. Egal. Aber hier zum Thema Victron, laut, Gebläse. Kinder, das ist alles richtig. Vergesst das alle, das ist alles richtig. Lernt einfach mal, dass diese Geräte kühlen müssen. Und wenn du jetzt kommst, die Batterien sind ziemlich leer, und du stehst die ganze Nacht am Stellplatz, was auch immer, dann stell doch einfach die Landstrombegrenzung ein. Dann sagst du ihm, er soll nur, müsste ja gehen, weiß ich nicht, ich kenne das Ding nicht, er soll nur mit 20 Ampere laden. Dann wird der Lüfter vielleicht leiser oder nur noch takten. Ja? Wenn der natürlich voll, 50 Ampere habe ich gerade gesehen, guck mal, der macht aber 80 Ampere, dann bist du in 3 Stunden, hast die Batterien voll, mach das doch über die ganze Nacht. Dann lässt du den ganz einfach mit 20 Ampere laden, dann hast du Ruhe im Auto. Da habe ich auch schon gehabt, da sagt einer, die Kombi sitzt unten im Fach, die ist aber laut. Nö. Ja, aber wie kann man das nicht ausschalten? Ja, können wir ausschalten. Dann verreckt die Kombi. Und dann habe ich ihn im Forum auch gelesen, haben sich viele, ja, echt, im Forum haben viele geschrieben, bestimmte Geräte, ich nenne mal keinen Namen, haben sie sich Widerstände eingelötet. Du kannst ja, wenn der Lüfter jetzt richtig Speed macht, sage ich mal bei 12 Volt, mache ich 600, 700 Ohm, löte ich da ein. Dann dreht der Lüfter viel, viel langsamer. Leiser. Und 3 Monate später ist der Gerätemarsch. Weil nicht genug Leistung da ist. Das Gerät muss bei uns, wenn unsere Kombi, wir können ja, diese Geräte sind bei 65 Grad, Ende aus, schalten die ab, da geht nichts mehr hier. Wir machen 74 Grad. Und dann fahren wir bei 74 Grad, kappen wir die Leistung, die Hälfte. Jetzt mache ich die Lüfter langsamer, dann verreckt das Gerät. Ja? Und ich habe ganz große Lüfter, aber jetzt kommt er wieder. Ja. So, soll ich dir ganz ehrlich sagen, liebe Camper, das stört mich nicht. Ja, viele Sachen stören mich, aber und wenn ich jetzt im Bett liege und ich gucke Fernsehen und ich komme da mit leeren Batterien an, schalte ich das Ding aus. Dann lade ich mit 10 Ampere oder 20 Ampere, also kann ich nicht verstehen. Ich höre die Wasserpumpe. Ich höre, wenn ich im Bett liege, wenn die Alte wuh macht. Ja, dann verkauft dein Wohnmobil oder... Weiß ich nicht, mach da eine Wand vor oder, ach komm, egal, ja, das ist ein Highlight hier, ne? Das ist Hightech. Aber ich, weißt du, da war auch mal, kommt einer hier mit Auto, wir bauen eine Lithiumbatterie ein, alles gemacht, da ist ihm irgendwann der ganze Verteiler weggeschmolzen, die Solaranlage war nicht von uns, die Kabel waren nicht dementsprechend, da muss ich doch nicht neue Kabel ziehen, da war die Diskussion. Nicht für zuständig, ja. Ne? Ja, aber da müsst ihr da gucken. Ja, jetzt muss ich hier eine Sicherung reinmachen. Muss ich, dann lässt sich gleich mal unter dem Auto, ob der Auspuff fest ist. Du kontrollierst gleich die Reifen. Ob genug Luft drin ist. Ja, und guckst, ob die Solarplatten fest sind. Interessiert mich gar nicht. Bin ich nicht für zuständig. Aber das hier ist fatal. Das ist fatal. Weil das die Zuleitung ist. Und diese, wenn da jetzt der Wechselrichter, sehen wir ja hier, die ist bestimmt mit 200 Ampere abgesichert. Vielleicht 250, das wäre für dieses Kabel, diese 250 Ampere sind für dieses Kabel null Absicherung. Ja, das Kabel hält dagegen, das wird rot glühend und dann ist das Thema durch. Okay, das nur mal am Rande. Immer genau ein bisschen
ein bisschen sauber zu arbeiten. Ne? Und das ist nichts vom Kunde. Gar nichts vom Kunde. Das ist der Hersteller. Und was er hier abgeliefert hat, ist der pure Schrott. Thema durch. Kein Name, von wem das Auto ist, interessiert mich alle nicht. So macht man es nicht. So, liebe Camper, wisst ihr Bescheid. Bei uns bekommt ihr eine Top-Elektrik. So sieht's aus.